So, ich hab den Dreh raus, ist ganz einfach. So, es ist eine ganz neue Runde. Ja, wir spielen erstmal eine Insel, ganz einfach. Dann holen wir uns als erstes unsere Karte wieder, und zwar mit dem hier. Bezahlen die Mana-Nebenkosten und wählen die untere Karte aus. Das ist ganz wichtig, dass ihr euch da nicht vertut. So, jetzt haben wir die wieder, kriegen eine Karte Bonus und dann können wir die Zeitschleife uns reinknallen. Bam. Zeitschleife. Dann um uns noch mal Ziel 2 Karten. Okay, mache ich gern. Dankeschön, Dankeschön. So, jetzt nehmen wir die Karte aus, die unter das Deck kommt. Das ist diese hier. Danke. So, what the fuck donnert das draußen? Wayne. So, jetzt spielen wir einen Mana. Das brauchen wir für die nächste Dingens. Spielen wir auch direkt die drei Traumbären. Um damit weiterzukommen, die brauchen wir ganz dringend. So, jetzt haben wir 4 von 4. Jetzt, soweit waren wir gerade. Ich spiele wirklich diese Traumhose, halten sofort den Timer an und neutralisieren unseren eigenen Kreaturenzauber von der da. Oh. Und zack, haben wir eine 2-2-Illusion und der hier ist jetzt auf 5-5 und fliegend. Da er schon getappt war, braucht er auch nicht mehr irgendwie auf Eile abzuwarten oder so, kann er direkt angreifen und den Jace Burrellen umpornen. Logisch, oder? Guten. Tschö. Blödel. Liegt doch auf der Hand. Wo ist mein USB-Stick? Egal, darum kann ich mich auch gleich kümmern. Badam, bam. Wir kommen in eine Grube mit der Schwere 1 gegen 1 Herausforderung. Die habe ich noch nicht gespielt, ist aber gelb, aber ich kenne die trotzdem nicht. Oh, scheiße. Gut, spielen wir mal die Mission hier. What the shit? Okay, Sarkana 10 Lebenspunkte, nur noch ein. Finde einen Weg, wie du kommenden Todesstoß ausweichen kannst. Besiege Sarkana und überlebe den Raubtierinstinkt deiner eigenen Kreaturen. Okay. Wir haben einen Sumpf und einmal bringe eine Kreaturenkarte deiner Wahl aus dem Friedhof ins Spiel zurück. Zombifizierung. Wir haben 7 Mana, was ist das hier? Falls du zu Beginn deines Versorgungselements 20 oder mehr Kreaturenkarten... Achso. Oh mein Gott, ist das geil. Falls du zu Beginn an deines Versorgungselements 20 oder mehr Kreaturenkarten in deinem Spielfriedhof sind, gewinnst du das Spiel. Okay, es geht garantiert darum, durch die Kreaturenkarten zu gewinnen. Garantiert 1, 2, 3, 4. Das ist nächste Reihe. Okay, von vorne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Wir haben 4 Kreaturen hier. Sprich, wenn wir noch eine auf unseren Friedhof bekommen würden, hätten wir gewonnen. Opfere zu Beginn deines Versorgungselements eine Kreatur außer den Fürsten der Unterwelt. Falls du dies nicht tun kannst... Oh mein Gott, wie scheiße ist die Karte denn?
Der ist ja voll gay. Trampelschaden. Versuchen wir es einfach mal. Vielleicht gewinne ich ja sogar dadurch. Ah, ich glaube ja. Ne, ich habe verloren. Oder? Kein Plan. Ja. Wow. Und wer hat jetzt mich down gemacht? Okay, die Mission muss ich mir noch mal irgendwie angucken. Die ist ja echt schwierig, ey. Grün hat die größten Kreaturen. Ja, bestimmt. Okay, auf Ausbildung des Versorgungselements. Das Versorgungselement haben wir hinter uns. Es kann also nicht diese Kreatur sein. Hm, opfere den Typ, ein Spieler deiner Wahl verliert einen Lebenspunkt. Du kannst einen Lebenspunkt dazu halten. Hm, ja gut. Opfere eine Kreatur. Der Bluttyp kriegt 2+2 bis zum Ende des Zuges. Echt schwierig. Es ist echt schwierig. Es hat sicher was mit dieser Karte zu tun. 20 oder mehr. Wie krieg ich... Ah, klar. Kann ich den nicht opfern, sag mal? Kann ich denn den nicht opfern? Mano. Ja, ich bin gerade echt am Nachdenken hier. Versagt, ach, der verursacht Trampelschaden. Klar, dass ich gestorben bin. Hm. Starten. Direkt Timer anhalten, garantiert. Damit ich die Fähigkeit aktivieren kann, diesen Penner aufhöre und ganz einfach mit den anderen blocken kann. Anders ergibt es keinen Sinn. Ich frag mich, wer jetzt gewinnt. Hm. Ich wurde wieder besiegt. Hm. Also irgendwas stimmt doch nicht. Ich hatte ja 20 Kreaturen auf dem Friedhof. Aber ich bin schon nah dran, das kann ich spüren, ne, das habe ich im Urin. Du kannst nur ein Land pro Zug spielen, weiß ich doch, du blöde Kuh. Ah, Timer anhalten. Hm. Ich glaube, mit der Kreatur hat das auch was zu tun. Und dann kann ich nämlich den hier durchlassen, ohne dass was passiert. Ja. So, den opfern wir. Und ich will einen Lebenspunkt für mich haben. So. Dann, Timer halten. Opfern wir nochmal den hier. Weil ich den sonst nicht tot kriege und dann kriege ich die Karte hier nicht voll. Ist logisch. So. Wieso habe ich keinen Lebenspunkt? Wieso habe ich keinen Lebenspunkt bekommen? Das interessiert mich jetzt. Das ergibt ja gar keinen Sinn. Ja, da gibt...
Das will ich mir jetzt mal angucken, ey. Der war ja total behindert. Mein Gott, ey. So, als erstes den. Fähigkeit aktivieren. Bestimme. Ich. Fähigkeit aktivieren, der da. Oh. Wieso kriege ich keinen Lebenspunkt dazu, Mann? Ist das ein Bug oder was? Das kann doch nicht angehen. Kann ich nicht zwei Monster blocken? Eile. Vorsichtstrompel schon. Ja, es ist echt ein schwieriges Ding, ey. Verstehe das echt nicht. Ich muss mir noch mal ein Video oder so eine Scheiße angucken. Das ist ja echt Mord. Ah. Ich glaube, ich habe es gesehen. Aber die Karte kann ich doch gar nicht ausspielen, oder? Egal, ich werde mir noch mal ein Video angucken und dann sehen wir uns gleich. Ja. Ja, ey, Leute. Ganz einfach. Ganz liegt auf der Hand einfach. Easy lol XD, wie konnte ich darauf nur nicht drauf reingucken? X lol. So, ist doch ganz einfach. So, er greift uns an. Ist logisch. Die Karte ist ausschlaggebend. Der Rest ist scheiße, was ich gemacht habe. Wir blocken. So. So, und nicht anders. Blocken. Direkt den Timer an. Dann aktivieren wir die Fähigkeit. Zack, aktivieren nochmal die Fähigkeit. Zack, aktivieren nochmal die Fähigkeit. Zacki. Und noch ein letztes Mal. Bangi. Und blocken. Und go. Oh, habe ich einen Fehler gemacht? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Oh Mann, bin ich hässlich. Und? Nein. War richtig. Ach, richtig, genau so macht man das. Zack, wir haben jetzt 20 Monster auf Friedhof. Unsere Verzauberung lässt uns gewinnen. Bom. Bom. Dab hat gewonnen. Dab hat gewonnen. Ich hab gewonnen. Butz. So und nicht anders macht man das. Wo ich das weiß alles? YouTube. Oder Google. Oh mein Gott, ist das draußen dunkel. Ja. Dann kümmere ich mich das nächste Mal um... Warte mal, habe ich jetzt echt nur den und den geschafft? Egal, das war auch ein echt schwerer Brocken. Dann machen wir Chandra Nala nächstes Mal fertig. Ich bin echt müde und ich muss noch ein bisschen was anderes aufnehmen. Und dann sehen wir uns, wenn wir die fertig machen. Und dann wird es komplett blind. Mit allen Special Effects und Special Defects und Special Effects. Also dann. Tschüss.